Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO und das hier ist immer noch der SNU Airport Frankfurt. Ja, und wir sind in der Folge, ja, grob geschätzt 97, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, aber 97 dürfte es sein. Und ja, wir haben derzeit 2204 Passagiere an Bord, also am Flughafen, so ist es richtig, knapp 460 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingestellt. 16 Flugzeuge gerade da, zwei Rollen. 1626 sind unterwegs. Das könnte eng werden, aber grundsätzlich ist es, wie es ist. So, und wir sind am Bauen. Ne? Seit einigen Folgen. Ich lasse das schnell durchlaufen auf der Stufe 3. Man sieht es hier vorne, weil wir natürlich vorwärts kommen wollen. Und unsere Bauarbeiter haben derzeit noch 5230 Objekte zu bauen. Wie kommt das? Das kommt daher, dass wir gerade die obere Etage hier bauen. Und hier gerade das Fundament fertiggestellt wird, sodass da auch tatsächlich gebaut werden kann. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Das heißt hier, da wo später unsere Lounges hinkommen und die Toilettenbereiche und die Aufenthaltsbereiche und so weiter, da sind sie schon fleißig. Ja, und das, was ich dringend noch machen musste, war hier die automatischen Gates sozusagen freischalten. Hier sehen wir es gerade, Triebwerksnotfall, war ja vor ein oder zwei Folgen, Mayday, Mayday, ein Triebwerk brennt, wir mussten löschen mit der Feuerwehr. Ja, und jetzt haben wir den Vorfall gerade abgeschlossen, das heißt, hier durfte sich jetzt alles dementsprechend gelöst haben, nachdem das Flugzeug dann in einer unserer Wartungshallen repariert worden ist. Ja, und uns bleibt, ehrlich gesagt, wie immer erstmal nichts anderes übrig, als darauf zu warten, dass die Herrschaften hier ihre Sachen schnappen und bauen und bauen und bauen. Ja, hier oben habe ich mal wieder neue Was ist hier? 0.30 Uhr, ja, also hier oben habe ich in jedem Fall neue Verträge ausgehandelt. Ja. Offensichtlich ist hier wieder nichts verfügbar, da ist auch nichts verfügbar, müssen wir wieder einen neuen Vertrag aushandeln. Habe ich doch erst gemacht. Hier, komm, Pick and Fly. Unterzeichnen. So, und dann hätten wir hier noch einen. Dann nehmen wir auch irgendwas. Traveler Shop and Go, Power. Hier, Paperplane. Unterzeichnen. Gucken wir hier nochmal rein. Hier dürfte der Shop noch drin sein. Und hier ist auch wieder kein Restaurant drin. Oh, dann Crane's Burger. Oh, viel bleibt ja nicht übrig an Möglichkeiten hier. Ne? Flugzeug nicht enteist. Da gucken wir doch mal nach. Weil eigentlich haben wir genügend Flugzeuge und wir haben auch genügend Enteisungsfahrzeuge. Ich habe ja hier unten, wenn wir mal in den Keller gehen, ist noch im Bau, eine zweite Enteisungsanlage gebaut. Haupttank ist voll, 50.000 Liter sind drin. Also da dürfte uns eigentlich nichts in die Quere kommen. Hier sehen wir den Enteisungsvorgang nochmal. Bringt jeweils 1000 Dollar ein, oder nee, Euro, wir sind ja hier bei Euro. Und ja, das ist doch eine eigentlich ganz gute Geschichte, ne? Bringt uns wie immer ein bisschen mehr Geld. 34.000 plus. Ja, das hier wird die Empfangshalle, Baggage Claim und so weiter und so weiter. Ja, auch hier könnte man beispielsweise ein paar Kleinigkeiten noch mit reinbauen, sowas wie ein Getränke Shop. Für den Fall dessen, dass die Damen und Herren hier noch etwas essen wollen. Und oder trinken. Ja, das hat wieder nicht funktioniert. Na komm.
Da noch einen hin. Und von mir aus bauen wir auch hier noch einen hin. So, jetzt nehmen wir noch die Speisen. Kommt damit hin. Das sind so die Kleinigkeiten, die den Kohl nachher fett machen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht genau. Wieso rollt der in die... Ne, in diese Richtung muss er doch rollen. Ja, ist bestimmt eine optische Täuschung. Ja, in jedem Fall sind wir hier unten im Keller. Eigentlich schon so weit, dass das alles gut ist. Na, also die Dinge, die gebaut werden mussten, die haben wir gebaut. Ja, das ist alles so, wie es sein soll. Das Einzige, was uns jetzt hier noch gefehlt hat, waren Personalräume. Aber auch die habe ich jetzt hier zumindest eingefügt. Kann man mal drüber nachdenken, hier vorne noch den ein oder anderen Personalraum reinzuhauen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das machen wir auch. Dann haben die nämlich die Möglichkeit, hier vorne auch ein bisschen zu chillen, wenn sie das denn wollen. Bevor sie dann mit dem Fahrstuhl dahin fahren, wo kein Licht, Tageslicht hinkommt. Und ja, jetzt müssen wir bei Zonen natürlich wieder gucken. Wir wollten hier, wo sind sie? Personalraum? Ja, Personalraum. Wird dann auch schon gebaut werden. Mal gucken, ob sie den schneller bauen, weil ist ja deren eigenes Vergnügen sozusagen. Können wir mal gucken. Teppiche, was wollen wir denn da reinnehmen? Grün ist doch immer entspannt. Ja, wenn er die Farbe jetzt noch auswählen würde, genau. Ist aber auch so ein Ding, habe ich schon mehrfach angesprochen. Warum kann der Bodenbelag einfach gelegt werden und der Rest muss gebaut werden? Ja, vielleicht müsste man da noch mehr bauen oder so. Oder es dauert noch länger, aber ja, wäre natürlich auch noch ein Punkt, ne, der zu beachten gilt. Und warum kann ich keine zwei Bauarbeiterfirmen gleichzeitig einstellen? So, wo gehen sie hin? Hier gehen sie hin. Jetzt fahren sie einen nach oben. Und da wird gebaut. Die fleißigen Bienchen. Schaut sie euch an. Ja, ich bin sehr gespannt. Was wird werden? Auch das hier ist ein Personalraum. Ja, und dann dürfen wir nicht vergessen, dass hier vorne... Oh, da habe ich nicht... Das muss natürlich auch noch gebaut werden. Ohne Wand ist es blöd. Was können wir denn hier machen? Sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ha, ist ja ein Ding. Das heißt, theoretisch könnte ich jetzt hiermit die Farben der Möbel anpassen. Ja, und ich mache immer den Rechtsklick hier. Siehst du, brauche ich hier 97 Folgen und davor, um das hinzukriegen. Ist ja nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Okay, was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte das hier freischalten. Das war es nämlich. Ja, und jetzt sind wir hier natürlich irgendwo nirgendwo, ne? Aber da kommt natürlich das Terminal noch hin. Mit dem entsprechenden Sicherheitsbereich. Wollen wir ja alles nicht zu früh bauen. Denn Ziel ist es ja in Folge 100 den ersten Teil des Flughafens, des neuen Flughafens hier zu eröffnen.
Auch hier bin ich gespannt, wenn es dann soweit ist und die Dinger gebaut sind und hier die Jungs und Mädels durch die Schleuse, Sicherheitskontrolle reinkommen. Ob wir genügend Mitarbeiter haben. Hier ist sogar noch Platz für mehr, ne? Also riesengroßer Mitarbeiterraum. Schon wieder. Ständig wird hier Gepäck verladen, was nicht verladen werden soll, beziehungsweise ungeprüft. Das ist auch gut. Die Hälfte ist schon fertig. Ja, partielles Bauen nennt sich das wahrscheinlich. Ach, das wird gut. Ich sehe das. Das wird gut, das wird richtig viel Spaß machen. Da war die Polizei. Und wenn die erstmal fertig sind, die Teile, dann können die von links nach rechts fahren und von rechts nach links. So müssen sie erstmal durch den Keller, ne, oder in den Keller, unten rum und dann wieder oben rausstoßen. Ja, bei Polizei wird geheizt. Hervorragend, ne? Aber fast voll besetzt. Zwei verfügbare Parkplätze haben wir noch. Das ist bereits voll besetzt. Gehen wir mal hier rüber, gucken mal hier ganz kurz rein. Hier haben wir tatsächlich noch mehr Parkplätze frei. Und hier? Nichts zugewiesen. Keine. Tja, dann müssen wir wohl noch Fahrzeuge kaufen. Habe ich die doch aus Versehen verkauft, obwohl es gar nicht notwendig gewesen wäre. Emergency haben wir 4 Stück. Aber die können ja nicht alle da drüben stehen. Oder habe ich jetzt hier noch irgendwo eine? Ja, nicht zugewiesen, nicht zugewiesen. Zuweisen. Ja, dann machen wir das doch mal. Ja, wo ist der andere? Der könnte dann hier sein. Ja. Gut, jetzt sind sie alle zugewiesen. Das ist schon mal schön. Und die hier? Zuweisen. Ja. Muss natürlich auch der Feuerwehr zuweisen, ne? Und nicht dem Catering-Lager. Ja, jetzt dürften die nach und nach kommen. Ne? Da kommt schon der erste. Und fährt wieder. Nichtsdestotrotz dürften die nach und nach kommen. Immer erschreckend, wenn da so ein Flugzeug in Highspeed und dreifacher Geschwindigkeit an einem vorbeijuckelt. Ne, da wurde noch nicht gebaut. Aber hier oben gucken wir nochmal rein. Da sind sie in jedem Fall dabei, die fleißigen Handwerker. Noch 4431 Objekte. Ja, ich glaube, das passt. Das könnte deutlich schlechter sein. Gepäckstatistik ist ein bisschen absteigend. Oder abfallend, sagt man, glaube ich, eher, ne? Fahrzeugstatistik. Ja.
Flughafenbewertung durchweg irgendwo bei 91%. Ja, alles im allen. Oh, hier gab es mal ganz kurz. Um 9 Uhr war Zappenduster. Da waren die Fluggesellschaften nicht so zufrieden. Warum auch immer. So, Jungs, was baut ihr denn gerade? Türen und Wände. Und Sitzgelegenheiten. Und Fenster. Ja, aber das ist ja schön. Dann können wir ja die Lounges gleich noch überarbeiten. Und jeder Lounge eine eigene Farbe geben. Sounds zumindest like a plan. Oh, Moment. Ja, 11. Ah, so. Die Auszeichnung zum Flughafen des Jahres. Ja, 11. Und der Gewinner ist... Wir, die Jury des Flughafenjahres, außerdem möchten diesem Titelträger herzlich gratulieren. Brisbane International Airport diesem Jahr alle Kategorien hinweg zweifellos als weltbester Flughafen zu bezeichnen. Gut, der kriegt also 20 Millionen obendrauf. Wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo auftauchen? Durchschnittliche Bewertung 94%. Newark Liberty, lalala, schalala. Gut, wir tauchen da noch nicht auf. Warum auch immer. Vielleicht, weil wir noch keine großen Flieger haben. Möglich. Möglich. Na, aber wir haben ja eine eigentlich ganz gute durchschnittliche Bewertung. 90 plus roundabout und dann würden wir uns doch irgendwo hier auf Platz 4 oder so einordnen. Naja, vielleicht im nächsten Jahr. Also, das Jahr ist rum. Tag 1, Jahr 11. Beziehungsweise wir sind es im Jahr 12 natürlich. Ja, und an der Stelle sei es auch schon mal nochmal gesagt, wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Darüber freue ich mich dann auch ganz besonders. Ja, und ich freue mich natürlich auch über die steigenden Abonnentenzahlen. Ging ja in den letzten Wochen doch kräftig nach oben. Hätte ich gar nicht gedacht. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Ja, und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt oder wo ihr hier was anders bauen würdet. Ne? Also, würde mich interessieren. Sobald der fertig ist, der Flughafen, werde ich den natürlich auch bei Steam hochladen in den Workshop. Dann könnt ihr den runterladen und selber angucken, wo hier was wie gebaut ist. Ja, und auch vielleicht benutzen. Man weiß es ja nicht, ne? So, da ist auf jeden Fall schon was gebaut. Da gucken wir mal ganz kurz rein. Achso, den kann man doch... Ist ausgeschaltet. Automatisch. Sehr gut. Ja, und hier bin ich auch immer noch gespannt, ob das dann zum Schluss so läuft, wie ich das haben möchte. Ne, allein diese Konstruktion hier vorne ist ja schon wieder... Aber müsste funktionieren, theoretisch. Ich bin so gespannt, ob das hier alles klappt, so ich das haben wollte. Allein die Verkehrswende hier unten. Technischer Defekt. Ja, okay. Allein das hier unten, ne? Das ist ja schon mal, wenn wir dann noch einen tiefer gehen. Wir sehen es, hier ist einiges los. Und hier sind einige Gepäckstücke unterwegs. Herausragend. Ja, da sieht man auch, dass die einen extrem langen Weg haben, ne? Das sind ja alle schon die schnellen Gepäckförderbänder. Oh, hier unten brauchen wir auch einen neuen Vertragsnehmer.
Hier, Bellybier. Annehmen. Das ist noch geöffnet, das ist auch noch geöffnet. Was mit ihm hier? Ist auch geöffnet. Ja, die einzigen, die hier irgendwie nicht so richtig zurande kommen, sind die hier, wobei... Also von den Erlösen läuft das da eigentlich ganz gut. 87 von 245 Verkäufen. 43 von 235 Verkäufen, ja. Und hier hinten kommen einfach zu wenig lang wahrscheinlich, ne? Oder die haben alle keinen Hunger. Ja, und mittlerweile wäre ich bereit für ein Sound-Upgrade. Ein paar neue Songs nach 97 Folgen. Puh. Kennt man es dann doch irgendwann. Aber besser so als ohne Musik. Und bei YouTube darf ich ja leider Gottes auch eh nicht einfach so Musik einspielen. Ne? Sonst gibt es wieder hier die Copyright-Verletzungswarnungen. Ja, und das wollen wir ja auch nicht. Dann ist der Kanal irgendwann gesperrt. So, wie sieht's denn jetzt aus? Es wird fleißig gehämmert, es wird fleißig gedengelt. Kann man denn da eigentlich jetzt auch noch irgendwie so eine Art von kleine Tische reinbauen? Ja, könnte man, aber... Oh, vielleicht auch nicht, ne? Ja, und hier bei den Restaurants habe ich natürlich keins mit Küche oder irgendwie dergleichen gebaut. Aber theoretisch wäre dafür noch hier Platz. Schönes großes Restaurant mit einer Küche. Hm. Aber vielleicht wollen wir auch nicht zu viel Angebot machen, weil sonst haben wir wieder das Problem, dass die Verträge nicht eingehalten werden. Ja, schauen wir mal in die Flugliste rein. 76 von 200. Ist doch zum Teil ein bisschen wenig, ne? Aber wir haben noch eine automatische Flugplanung eigentlich an. Ist die Frage, warum man die nicht reinplant. Es werden nämlich weniger Flieger, habe ich das Gefühl, ne? Ja, so eine ganze Menge Flieger eigentlich da, die hier rein könnten. Kommen wir mal selber ran an die Geschichte. Nochmal hier. Wo sind wir denn? Mittwoch sind wir gerade. Donnerstag. Freitag. Samstag. Boah, wenn noch Platz ist, warum nicht, ne? Könnte aber wieder zu eng werden, tatsächlich. Könnte wieder zu eng werden. Also lassen wir es ihm wieder selber machen. Der macht das schon. Irgendwann, wenn es zu viele Flüge werden, dann ist das auch nicht mehr
nicht mehr drinnen, das selber zu machen. So, was mit Maple? Will 41 Passagiere an Bord nehmen. Boeing 737-600 und Boarding startet wann? Hat noch nicht begonnen, jo. Startet um 4.05 Uhr, also in einer Stunde. Aber zumindest ja schon mal die Masse der Menschen da. So, was hier drüben? Die Lounge ist geschlossen. Das ist aber auch eine schöne Lounge. Oder auch nicht. Nicht zu vergleichen mit den Lounges hier vorne. Ja, und ich wäre bereit dafür, dass unsere Bauarbeiter den Rest hier fertig machen. Wie sieht das bei euch aus? Na, jetzt könnte ich natürlich springen und sagen, okay, komm. Wir springen bis dahin, bis es fertig ist, aber das ist natürlich auch nicht Ziel und Zweck des Ganzen. Aber wir können mal reingucken, was die Statistik angeht. 4074 Objekte müssen noch gebaut werden. Und Strukturen 2080. Wow. Aber sie sind dran, ne? Also im Sekundentakt geht das hier runter. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Das wird ganz gut. Na, hier haben wir noch so ein paar Sitzdinger hingebaut. Schön zum Chillen. Ja, Toiletten sind auch ganz wichtig. Ja, für jede Lounge ein extra Toilettenbereich. Die Damen und für die Herren. Oder nur für die Damen. Das hier ist aber mit Herren. Genau, und das hier ist nur für die Damen. Moment, da haben wir sie. Vermute ich mal, dass ich das hier drüben auch noch nicht eingestellt habe. Und dann machen wir das doch mal. Eben fix. Was haben wir hier? Da haben wir schon eingestellt. Damen, Herren, Damen, Herren. Also an Toiletten mangelt es hier in jedem Fall nicht. Ja, da haben wir es auch schon eingestellt. Da sind auch nochmal Toiletten. Achso, das sind Betriebstoiletten. Jo, das war jetzt einfach. Es musste nur repariert werden. Ja, aber ihr seht das, ne? Es dauert halt ewig lange. Selbst wenn man schnell durchlaufen lässt und eine halbe Stunde durchlaufen lässt, es dauert ewig, bis das Ganze hier fertig ist. Selbst unsere Büsche sind noch nicht da. Muss ich hier eigentlich noch eine Mauer drum bauen? Würde ich fast sagen, ne? Sieht so aus, als würden die hier sonst in den Abgrund einfach fallen. Oder ist da so ein bisschen... Muss man hier die Perspektive so ein bisschen drehen? Ist da Glas davor? Ja, sieht nicht so aus, ne? Aber man weiß es nicht genau. Vielleicht ist hier auch ein bisschen Glas davor. Ja, zum Glück haben sie die Mauer hier noch nicht gebaut. Dass sie da einfach so durch können. Gucken wir hier nochmal in den Bereich des Verkehrs hinein. Gibt es hier noch irgendwo Stau oder irgendwas, wo wir sagen müssten, ach, das läuft alles nicht so. Nö, ich würde eigentlich sagen, sieht eigentlich ganz gut aus. 1900 Passagiere. Und derzeit ja, 12 geparkt. Es fliegen wieder einige ab.
Aber so richtig viele kommen gerade nicht an. Warum auch immer. Da kam wieder einer. ...43 an Bord. Na, jetzt kommen sie nach und nach. 56. Und 26. Ja, man könnte hier auch einfach so zugucken, ne? Also wenn das so in normaler Geschwindigkeit abläuft... ...ist doch schon ganz nett. Fly Penguin. Einmal drumherum und checken. Die dürfen schon raus, die Herrschaften. Ne? Also ist schon die Gangway ausgefahren. Gehen runter. Na, offensichtlich kommt das Gepäck irgendwo anders an. Aber jetzt gucken wir mal, weil hier kommt ja erst der Gepäckwagen und das Förderband. Hätte auch schon dastehen können, ne? Aber pro Koffer werden hier 12 rausgeworfen. Gucken wir uns das nochmal an. Auch wo er hinfährt. Da fährt er lang. Und ich möchte vermuten, dass er hier hinten gleich in den Keller geht. Schnell, bevor er weg ist. Und dann zu dieser Verladestation. Hier wird alles schön ausgeladen. Verfolgen wir die Gepäckstücke mal. Los, ab in den Keller. Und da sind die ersten. Kommen sie hier gleich wieder nach oben. Und dann geht das seinen sozialistischen Weg. Mal gucken, wo sie rausgeworfen werden. Und hier dürften einige rumstehen, die auf ihr Gepäck warten. Da, zack, ist der erste. Ach Gott, eine Stunde nachdem ich gelandet bin, ist das Gepäck auch endlich da. Nun denn, meine Lieben, also das soll es gewesen sein für diese Folge. Ja, wir kommen voran, stetig und beständig, aber es ist noch viel zu bauen. Wir sehen das. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann denkt an den Daumen nach oben, lasst ihn gerne da, hilft mir und dem Kanal und ja, zeigt dann auch, dass das ankommt. Ja, und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn ihr wollt. Und bis dahin, bleibt bitte gesund. Macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.